Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe hier vor dem Landgericht oder Amtsgericht und Landgericht in Coburg. Ich wollte jetzt eigentlich gerade zu einer Verhandlung eintreten, aber das übliche Spiel, mir wurde der Eintritt verwehrt, also nicht das übliche für mich, aber das übliche, was andere Kollegen schon erzählt haben, mir wurde der Eintritt verwehrt mit der Begründung, hier gäbe es das Hausrecht, dass man FFP2-Masken tragen müsse. Man sieht, wenn man durch die Fenster guckt, dass hier die Mitarbeiter alle keine Masken tragen. Auch im Eingangsbereich waren so lange keine Masken getragen, bis ich eingetreten bin. Also auch das übliche Spielchen. Ich nehme das den Leuten hier nicht übel. Das ist halt auch deren Anordnung. Jedenfalls hatte ich ganz ruhig versucht, mit denen zu diskutieren und habe gesagt, es gibt kein Recht. Mir wurde gesagt, es gäbe das Hausrecht. Da habe ich dann nochmal klar darauf verwiesen, dass das Hausrecht nicht das Infektionsschutzgesetz oder die bayerische Corona-Verordnung aushebeln könne. Nun stehe ich hier davor und warte und werde gleich berichten, wie es weitergeht. Ja, so nochmal ein kurzes Update. Es ist jetzt 9:15. Niemand ist gekommen. Ich werde hier wahrscheinlich nicht reinkommen. Der Angeklagte, es ist hier eine Berufungsverhandlung, ist auch nicht da. Bei dem Angeklagten handelt es sich um denjenigen, der in der ersten Instanz beim Amtsgericht vor der Tür von 4 Polizisten überwältigt wurde, ihm eine FFP2-Maske aufgezwungen wurde und er mit an den Rücken gefesselten Händen in den Gerichtssaal geführt wurde. Beim Amtsgericht, das war in Lichtenfels, konnte ich als Anwalt problemlos, damals noch Hochzeit der Corona-Situation, ohne Maske, ohne irgendwas, einfach nur mit meiner Anwaltskarte eintreten, konnte durchgehen, mich in den Gerichtssaal setzen, war also überhaupt kein Problem. Ja, und hier, wie gesagt, die Maßnahmen sind eigentlich beendet. Gesetzeslage ist ziemlich eindeutig. Hier hat gerade jemand wunderbar geschrieben, hier wird im Prinzip nur die Macht des Stärkeren ausgespielt. Und ja, jetzt werde ich wohl weiterfahren. In einem Interview für den FAZ-Kongress hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habert gesagt, dass manche Corona-Kritiker Maß und Mitte verloren hätten. Lieber Herr Abert, schauen Sie sich das mal an. Ich könnte jetzt unproblematisch in einen Supermarkt gehen. Wir alle, die gesamten Zeugen, Staatsanwaltschaft, Gericht, könnten uns in den Supermarkt begeben, dort verhandeln. Wir könnten in ein Theater gehen. Wir könnten uns egal wo hinsetzen und miteinander verhandeln, außer in einem Zug, weil dort keine Maskenpflicht herrscht. In keinem Supermarkt, in keinem Einzelhandelsgeschäft, in keinem Theater, in keiner Konzerthalle, in keiner Disco. Also wir könnten zusammen das Urteil austanzen gehen und es wäre unproblematisch möglich, ohne Maske das zu machen. Im Übrigen, ich musste auch die Maske tragen für den Weg vom Eingang bis zum Gerichtssaal. Im Gerichtssaal herrscht keine Maskenpflicht, weil die Richterin da als Vorsitzende das sitzungspolizeiliche Recht hat und die hat gesagt, Hausrecht gilt bei mir nicht, bei mir muss keine Maske getragen werden. So, noch ein weiterer kleiner Funfact am Rande. Die Mitarbeiter des Amtsgerichts kommen dann hier raus, gehen dann hier hin und hier ist der Rauchertisch. Das heißt, also kann man das sehen? So. Das heißt, sie kommen hier raus, haben ihre FFP2-Maske auf, gehen dorthin, setzen sie ab, rauchen dann. Nachdem sie fertig sind mit Rauchen, setzen sie ihre Masken wieder auf und gehen brav wieder hinein.